Herzlich willkommen bei Smokewolkes Bastelecke. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, meinem Video und deren Worte zu folgen. Es dreht sich heute um mein Spaßbike. Spaßbike muss Spaß machen und darf einen nicht auf die Nerven gehen oder mit irgendwelchen Funktionen ärgern. Ich habe ja einige Verbesserungen schon gemacht. Ich habe Halter dran gemacht für das Handy, den Lenker höher gesetzt, was nicht ganz so funktioniert hat, wie ich das gerne wollte. Genauso mit dem Gerät, mit den USB-Schnittstellen. Naja, es war aber noch etwas, was mir arg auf die Seele gebrannt hat und was mich unheimlich Nerven gekostet hat. Also, dass da die Chinesen sowas nicht vernünftig machen. Naja, aber man will Spaß haben mit so einem Bike, also ändert man die Geschichte, wenn man es kann. Und da würde ich sagen, Mats ab zu den Aufnahmen und den Bildern, die ich mit meinem Handy gemacht habe. Und viel Spaß und Anregungen wünsche ich euch. Bis gleich. Erstmal ein Update zu meinem kleinen E-Bike. Dazu gehe ich näher ran. Und jetzt seht ihr da dieses kurze Stück. Habe ich eingeklebt, um quasi den Tacho ein bisschen anzuheben, weil im Sommer, wenn die Sonne ist oder hell ist, kann man ja kaum das Display erkennen. So, jetzt muss ich mal eben auf mein Moped steigen. So. Und jetzt seht ihr, jetzt sehe ich ja wenigstens noch ein bisschen. Wenn das jetzt wieder weiter unten liegen würde, könnte man gar nichts erkennen. Aber das werde ich dann noch bei der nächsten oder ersten Ausfahrt, die ich euch mal zeigen werde. Ob das klappt mit meinem Handy, weiß ich noch nicht. Dann werde ich das mal zeigen, ob man das erkennen kann. Ansonsten kommen wir jetzt zu dem Ladefunktion-Umbau. Da seht ihr die Vorbereitung für meinen gleich kommenden Umbau. Und ich hoffe, das klappt so, wie ich mir es vorgestellt habe, um euch zu zeigen, dass es mit wenigen Mitteln, mit wenigen Aufwand, wenigen Mitteln dafür sorgen kann, dass das lästige Aufladen, was ich aber gleich noch erkläre, zu vereinfachen. Also was mich immer stört ist, wenn die Akkus leer sind, bei dem unterm Sitz, da geht es ja noch, da kommt man ja leicht dran, um das Ladegerät anzuschließen. Die Zweitbatterie, die sitzt ja da drunter, Klappe aufmachen, Stecker raus, Akku schräg drüberlegen, Ladestecker rein und dann ja immer erst die eine, dann die andere. Und da habe ich gesagt, das bin ich leid, das ändere ich und das zeige ich euch jetzt auch.
eine Buchse eingebaut. Ladegerät anschließen und es werden jetzt beide Batterien geladen oder beide Akkus, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, ne? So, da seht ihr, Kabel ist noch nicht angeschlossen. Auch da die Anschlüsse gut isoliert, dass da nichts abgehen kann. Und noch ein bisschen mit dem Rasterband stabilisiert. Und das wird jetzt an dem Controller angeschlossen. Und dann brauche ich das nicht mehr abmachen, den Stecker abziehen, sondern einfach nur zack, da den Stecker, Ladestecker rein und die beiden Akkus werden aufgeladen. So, ihr seht, es funktioniert auch. Und dass ihr nicht meint, ich mache das hier anders. Seht ihr? Da ist das Stromkabel noch rumgelegt, dass mir das Ladegerät nicht darunter fällt. Und der steckt da genau in die Buchse, wo es rein soll. Und lädt jetzt beide Batterien auf und ich brauche da nichts mehr losmachen, den Stecker rausziehen, umstecken. Nein, das bleibt hier zu, fertig. Mal gucken, was mir als nächstes noch einfällt, was ich noch machen werde. Aber das passiert erst im August oder September, je nachdem, wenn der neue Akku kommt, der hier reinkommt. Dann muss ich wieder alles umbauen. Aber ihr werdet dann rechtzeitig informiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Der ein oder andere, der meinen Kanal noch nicht abonniert hat, über ein Abo würde ich mich freuen. Ansonsten empfehlt mein Kanal weiter. Und ich sage dann tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke und tschüssi und weg. Bis dann, dann, bye.